Allgemein ist es sehr wichtig, finde ich. Auch in der heutigen Gesellschaft, finde ich, sollte es schon so sein, dass man so weit fortgeschritten ist, sage ich jetzt mal, dass Integration normal sein sollte. Ja. Ist sie dann normal? Hier jetzt in Deutschland gerade, würde ich nicht sagen. Also es gibt noch viele Menschen, die halt dann andere, also Leute ausgrenzen und sowas. Das ist da nicht so. Ich denke, im Großen und Ganzen ist es ganz gut gelaufen. Es gibt eine Menge, man redet immer nur von den Mängeln, man redet aber nicht von den Tausenden von oder Millionen von Türken, Griechen, Italienern, Spaniern, die schon längst integriert sind, die hier sich heimisch fühlen. Einseitiger. Eher einseitiger. Inwiefern? Ja, dass sich halt einfach so die ausländischen Mitbürger einfach in unsere Gesellschaft rein integrieren und somit einfach, dass dann ein einheitliches Bild dann entsteht. Also. Die Leute, die immer um Integration rufen, ja, die tun sich selbst abschotten. Ja. Die heiraten nur in ihren Familien und so. Bei uns ist das eigentlich offener. Ne? Also. Das Zusammenleben muss von allen Seiten kommen. Nein. Warum nicht? Weniger. Ja, weil die Deutschen einfach meiner Meinung nach keinen Bock auf Ausländer haben. Oft. Also es gibt viele, leider. Es wird besser, es wird viel daran gearbeitet, dass es besser wird, aber es gibt sicher noch Bereiche, wo man es steigern könnte. Genau. Woran liegt das? Naja, vielleicht muss man einfach auch die einheimischen Bürger noch ein bisschen mehr mit ins Boot holen und einfach ja, die Kulturen zusammenbringen. Ne? Ich finde, dass es schon beidseitig stattfindet und dass es natürlich das Beste wäre, wenn bereits in den Ländern das normale Ausreisevisum beantragt werden könnte. Ich finde, es sollte nicht nur von Ausländern versucht werden, dass sie sich hier integrieren, sondern die deutschen Inländer, sage ich jetzt mal, sollten sich genauso gut darum bemühen, sie mit einzuschließen in allen möglichen gesellschaftlichen Situationen. Zu wenig. Auf jeden Fall zu wenig. Ich denke, von unserer Seite aus könnte noch mehr gemacht werden. Weil wenn wir in ein anderes Land kommen, sind wir auch froh, wenn wir freundlich aufgenommen werden. Ich sag mal in NRW ja, bei uns im Ruhrgebiet doch. Woanders, da halte ich mich erstmal ganz schön zurück. Wir sind das gewohnt, wir haben schon immer die Polen dort. Es sind auch viele, die Herkunft ist aus Polen. Und es sind auch viele Türken nachgerückt. Ich sehe mal, in Baden-Württemberg ist das nicht so, wahrscheinlich hier in Bayern nicht so. Ich sag mal in NRW ist es auf jeden Fall beidseitig, aber die zweite Seite sollte sich auch mehr integrieren. Dann hätten wir halb so viele Probleme. Die deutschen Einwohner, die tun schon sehr vieles dafür, damit sich die Ausländer hier ganz wohl fühlen. Und ich finde, es findet eher einseitig statt, also von den Deutschen eher aus. Ich finde, man sollte sich als Ausländer, ich bin selber Ausländer und Moslem, ich finde, man sollte sich da ein bisschen mehr integrieren, wenn man schon einem so entgegenkommt. Nein, die findet nicht beidseitig statt. Das findet, dass beide sich nicht integrieren. Die einen passen sich nicht an die Integration an, also sowie als auch. Ich glaube, wir müssen alle noch lernen dazu.